So, hier sind wir zu Botanicula. Diesmal auch mit Niklas. Also zum ersten Mal jetzt mit Niklas. Weil wir wollten halt jetzt nicht so alleine machen. Und dann gucken wir einfach mal rein, ne? Ja. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu laut. Ah, hier ist... Ah. Echt? Ich kann hier so laut... Ein bisschen zu laut, nee, nicht du. Das Achso. Spiel war zu laut. Gucken wir uns das Video an. Ah. Also soll ich jetzt reden während des Videos? Nein. Aber hast du gerade gesagt? Alles klar. Und ich installiere mal ein Video. Warum wachst du? Ich sagte, du solltest leise sein, aber egal. Aber wie schön das gezeichnet ist, ey. Stand ja auch drauf auf der Verpackung: handgezeichnete Levels. Hat schon irgendwas an sich, ne? Echt? Ja, klar, ich meine, handgezeichnet sieht schon geil aus. Ich könnte noch eine Bildschirmübertragung machen, aber... Nee, dann wird alles kaputt gehen. Aha, okay, sieht schön aus. Oh, es lädt. Also ich werde auch ein schönes Let's Play machen. Kommt aber erst in Osterferien raus. Okay, also was muss ich hier machen? Okay. Aha. Ich muss hier die Blüten aufgehen lassen. Cool. Machen wir das mal. Ja, ist das auch... Ja, das ist auch eine... Oh, was ist denn das? Nein, nicht überspringen. Irgend so eine schwarze Materie. Oh. Okay. Junge, wie dumm. Was ist denn wie dumm? Nee. Nee? Schon okay. Ich muss ein bisschen erzählen, was da ist, ne? Ja, man sieht da jetzt... irgendwie so eine schwarze Gestalt, die so einen besonderen goldenen Kern jagt. Und diese komischen Pflänzchen oder so finden den dann und haben jetzt den Auftrag, einen neuen Baum zu pflanzen oder so. So habe ich das jetzt irgendwie interpretiert. Also, du hast gerade ein Spiel für Kinder ab 4 gekauft? Das ist ab 6. Ja, warte, ich guck mal. 6, ja, das da ist Gewalt drinne. Jetzt ruft das Nüsschen die Freunde. Oh ey, ich liebe diesen Pilz. Das sieht so witzig aus. Ja, die haben gerade geredet. Eigene Sprache, ey. Eigene Spielsprache. Ich download mir jetzt gerade Slender, das werden wir wahrscheinlich morgen spielen, oder? Ja. Wenn du zu mir kommst. Okay, das Teil hat irgendwas verloren. Ich muss Federn finden, genau. Soll ich mal reingucken in Slender? Da geht's noch. Nein, ich hab das schon gespielt, da brauchst du nicht reingucken. Okay, aber wir müssen darüber jetzt nicht reden. Das Büro ist sau dunkel gerade, wenn ich jetzt Slender spielen würde, ich glaube, ich piss mir in die Hose. Spiel mir bei mir. Nee, du kommst morgen zu mir und spielen wir das. Das regeln wir alles, außerhalb des Let's Play. Okay. Nö, ich bin dafür, dass wir das jetzt regeln. Sei mal ruhig. Okay, das holt immer mehr Äpfel. Ja, Kürbis. Ich hab vergessen, was ich installiert habe, Slender. Das neue Spiel. Okay. Kürbis. Aha. Was ist das? Okay, also dann gehen wir jetzt mal nach oben. Ja, nach oben gehen wir. Was haben wir hier? Die schlafen alle oder was? Wahrscheinlich. Ja, schlafen alle. Die haben keine Lust auf uns. Hier ist auch nichts. Oh, doch, hier ist was gelandet. Oh mein Gott. Ja, jetzt fliegen hier noch mehr rum, oder was? Und noch mehr. Und jetzt klicke ich hier drauf und jetzt? Pascal. Ich check's nicht. Was muss ich hier machen? Bist konfundiertes Dünn? Nein. Ha? Nein. Slender. Okay, ich drücke hier einfach. Hör doch mal auf, Slender jetzt zu spielen, währenddessen ich hier was spiele. Ich will das nicht spielen. Oh, Niklas, doch nicht währenddessen ich das hier spiele. Nee, ernst, wenn du jetzt nicht aufhörst. Ich hab's aber gerade geöffnet. Ich weiß, die Hammer. Okay, kann ich auch irgendwie nach oben? Nee. Geh mal nach da auf.
Mal gucken, was hier ist. Das war eine Feder. Yeah, Mann, fröhliche Musik. Als hätten wir schon die Kampagne durchgespielt, Niklas. Ja? Ja. Also ich freue mich nicht aufs Länder. Kann ich dir schon mal sagen. Hier geht's auch entlang. Ja, da bist du dich auch nicht drauf. Okay, jetzt laufen die da hoch. Ah, das Bild ist fangen. Okay. Soll ich verraten, welches Spiel ich spiele? Nein. Okay, ich muss irgendjemanden auswählen von denen. Nimm mir den mal. Okay. Was? Der kommt von der Seite einfach wieder angeflogen. Ich tue den in ein Loch rein und plötzlich kommt er von der Seite angeflogen. Ja. Was ist, wenn ich den Pilz rein tue? Dann kommt irgend so ein Baumwurm raus. Stöckchen, was machst du? Wow. Okay, merkwürdiges Spiel. Was macht das da? Okay. Aha, was ist das? Wie geil ist das denn? Okay, okay. Wenn ich den da anklicke. Aha, da haben wir es. Okay. Ich hab die Feder. Bam. Hammer, die Feder. Was ist das? Was ist das? Ah. Was? Okay. Junge, das Spiel ist so verrückt, ey. Ich komm gleich wieder. Oh. Jetzt müssen wir noch nach da gehen, gell? Stinkst. Nee, du stinkst. Ich gehe mir lieber hoch. Hast du nicht schon die erste Mission geschafft? Nee, mir zu einfach. Irgendwas fliegt hier jetzt herum, dank mir. Es ist ein Vollbildschirmspieler. Fullscreen-Spiel. Ja klar, es ist ein normales Spiel. Stinkst. Ah, hier ist ein Stückchen. Okay, ich locke hier ganz viele Bienen an, aber kann mit denen nichts machen. Gehen wir mal zur Seite. Was ist das? Was macht der? Junge, das Spiel ist so Mirke. Was? Ey, bei meinem Spiel steht hier so Qualität, Quality, da steht da Normal, Crap. Ultra-Crap. Ey, Junge, ich muss gerade an so komischen Typen vorbei, gell? Und dann kann ich so auswählen, wen ich nehme. Und ich habe den Pilz genommen, der versucht so über den Boden zu krabbeln, indem er sich niedrig macht. Nehmen wir mal den Dicken. Was macht der? Okay, der... Wie dumm ist das? Ich hab auf die Uhr geguckt, gell? Ich muss gleich aufhören. Ja, ja. Wow. Ah, ein böses Stöckchen hat gewonnen. Okay, hab die letzte Feder, glaube ich. Ja, Mann, letzte Feder. Geht's jetzt nach unten, oder? Schon eine geile Grafik, mein Spiel. Meins ist cool gezeichnet. Meins auch. Awesome. Okay, platzieren wir die Federn und hoch mit dir. Ich hab null Vorstellung, wie das Spiel funktioniert von dir gerade, wie ich so anhöre. Das ist voll witzig, ey. Wo bin ich jetzt? Okay, ich bin bei irgendwelchen Pilzen. Und der eine alle leben. Alle Pilze leben. Ja, was sonst, gell? Ja, die fangen an zu tanzen. Drogenparty. Ja, jetzt sind's wirklich. Ey, Junge, ich schwör, das sind gerade Magic Mushrooms. Meine Typen heben gerade ab und was passiert da? Junge, ich schwör dir gerade auf alles. Die sind bunt geworden und haben irgendwas gemacht. Okay. Okay, ja gut, du musst jetzt aufhören, sonst überziehst du. Nee, ich hab noch keinen Klingelton. Ja, weil ich noch 13 Sekunden, wie ich sehe. Stink. Also, was lerne ich hier gerade? Bis dann, ich geh mal.